Der Rebbe sagte, wo es Dunkelheit war, bringt Licht. Und wo Hass war, schenke Liebe. Das ist unser Ansatz für alle Menschen, religionsübergreifend, für alle Kulturen, für alle Religionen. Weil nur so haben wir eine starke, lebendige Zukunft von jüdisches Leben und Toleranz in Deutschland. Wir müssen wissen, wenn wir gemeinsam, miteinander, füreinander, dann geht es weiter. Es gibt 100% eine starke, positive, langfristige Zukunft für jüdisches Leben in Deutschland. Aber nur, wenn wir gemeinsam uns bemühen. Aber wir sollten uns gelegentlich daran erinnern, was wir für ein tolles Land sind, was wir für ein großartiges Land sind. Und lieber Rabbi Teichtal, wenn wir uns ein bisschen von der Energie abschneiden würden, die Sie hier ausstrahlen, dann wäre viel für unser Land gewonnen. Herzlichen Dank für die große Begeisterung. Und deshalb danke ich Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen ein süßes Jahr und Ende mit Shana Tova Umetuka. Berlin gilt weiterhin weltweit als Stadt der Freiheit und der Vielfalt. Und das ist auch gut und dafür steht auch ein starkes, selbstbewusstes, vielfältiges und vor allen Dingen Yehuda lebendiges Berliner Judentum. Und als regierender Bürgermeister bin ich genau für diese Lebendigkeit, für diese Sichtbarkeit, für diese starke Stimme dankbar, die insbesondere auch du für diese Stadt immer wieder darstellst.